Hallo Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Geburtstagspost bekommen und die wollte ich mit euch auspacken, denn die liebe Petra hat mir Post geschickt. Die Petra ist ja nicht nur eine Zuschauerin von mir, sondern mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden. Und ja, die hat mir was Schönes geschickt. Ich zeige euch mal hier die Karte. Und zwar ist da so ein Wachssiegel drauf mit so einem Hasen. Richtig, richtig niedlich. Ich werde das jetzt mal vorsichtig aufschneiden, in der Hoffnung, dass ich nicht alles kaputt mache. So. Karte lege ich mal zur Seite. So, und das ist die Karte. Happy Birthday steht da drauf. Ich lese mal kurz, ob ich es vorlesen kann. Ja. Hallo Carina, ich wünsche dir alles Liebe und Gute zu deinem 29. Wiegenfest. Lass es dir gut gehen und dich feiern. Ich drücke dich aus der Ferne. Alles Liebe, Petra. Ja, eine gepaintete Geburtstagskarte. Richtig, richtig schön. Die kommt genau wie die anderen, die ich von der lieben Petra habe, auf meinen Schreibtisch. Da freue ich mich sehr. Die sieht richtig toll aus und sehr, sehr schön farbenfroh. Ja, und sie hat mir noch was geschickt von Amazon. Und zwar direkt an meine Packstation. Die Packstationsadresse findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Also es müsste beides von ihr sein, sagt sie. Und wir gucken jetzt mal rein. Hier ist auch ein Zettel drin, da schaue ich mal. Genau, einmal ist das halt so ein Lieferschein, der dabei ist. Und dann ist der Gruß dabei, das habe ich auch schon gepaintet. Liebe Grüße von Petra. Und sie hat mir ein Bild geschickt, das ich in meiner Amazon-Wunschliste hatte. Das ist 30x40, das Bild. Mit runden Steinchen. So, Verpackung. Toolkit, grünes Schiffchen, Wachstütchen, Stift und das ist das Bild. Es ist sehr verpixelt, aber ich finde es sehr, sehr cool. Und da steht I love you to the moon and back. Das kann man jetzt hier nicht so gut drauf erkennen. Die Petra hat mir aber ein Bild geschickt, wie das schon fertig aussieht. Und da kann man das auf jeden Fall lesen. Hier sind jetzt keine DMC-Nummern, hier jetzt auch nicht. Da müsste man mal gucken, ob der eventuell eine helle Farbe ist, die man austauschen kann gegen Leuchtsteine. Aber ich glaube, da ist kein Weiß bei. Es sieht jetzt alles sehr grau aus. Aber es ist ein richtig süßes Motiv. Ein kleines für mal zwischendurch. Flüssigkleber, sehr gute Klebkraft. Das gibt es bei Amazon. Ja, und dann habe ich noch ein zweites Paket bekommen. Das dürfte auch von ihr sein. Auch an meine Packstation. Das machen wir mal auf. Ich habe nämlich gestern alles aus der Packstation abgeholt und brav zur Seite gelegt, damit ich es heute aufmachen kann. Jetzt gucke ich mal, ob es auch wirklich. Also es ist wieder ein Lieferschein dabei. Lieferschein. Ja. Liebe Carina, ich wünsche dir alles Liebe und gut zu deinem 29. Purzeltag. Fühl dich gedrückt. Liebe Grüße von Petra. Und ich sehe schon, was da drin ist. Oh mein Gott, schau mal. Oh, Petra, du bist doch verrückt. Ist die süß. Die ist sogar beweglich. Die ist ja niedlich. Ja, die werde ich nachher mal aus ihrer Verpackung befreien. Ah, hier die Arme. Süß. Oh, ich freue mich. Dankeschön, Petra. Die ist ja niedlich, wirklich. Du sollst es doch nicht. Ach, goldig. Guck mal, die Augen, die sehen total cool aus. Mega. Und hier ist noch was drin. Und zwar so kleine Schokoladen, wo ja, so Sprüche draufstehen. Ach, wie schön. Ich freue mich total. Super, vielen lieben Dank, liebe Petra. Also da hast du mir wirklich eine Sendefreude gemacht.
mit dem Bild und hier mit den mit der Mandalorian-Figur, mit Grogu. Ich glaube, der Kopf bewegt sich auch. Ja, den Kopf kann man übrigens auch bewegen. Könnt ihr jetzt so gar nicht sehen. Ich filme nämlich mit dem Handy. Ja, und die Schokoladen, ach Gott, ich freue mich. Vielen lieben, lieben Dank, Petra. Ich freue mich sehr darüber. Also, du bist wirklich ein Goldschatz. Danke, dass du in mein Leben getreten bist und danke, dass wir beide Kontakt aufgenommen haben per Instagram und seitdem fast täglich miteinander schreiben. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen lieben Dank. Also auch die super schöne Karte selbst gepaintet. Die stelle ich jetzt gleich erstmal auf meinen Schreibtisch. Und ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.